von den Bomben der britischen Terrorflieger schwer getroffen. Durch eine geschlossene Wolkendecke, die nach englischen Eingeständnissen jede Sicht nahm, bombardierten britische Terrorflieger die rheinische Hansestadt Köln mit ihren ehrwürdigen Baudenkmälern und einzigartigen Kunstschätzen. Die Bomben durchschlugen das Gewölbe und richteten im Innern des Domes schwerste Verwüstungen an. Was in 6,5 Jahrhunderten erbaut wurde und für die gesamte Kulturwelt als unantastbar galt, wurde durch die britischen Luftbarbaren in wenigen Minuten zertrümmert.